Wenn du einen Hund hast, so wie ich, dann weißt du, wie schwierig es ist, deinen Hund zum Stillsitzen zu bewegen, um seine Krallen zu schneiden. Einige Hunde mögen es nicht, wenn man bestimmte Körperteile anfasst. Dazu gehören vor allem der Schwanz, die Pfoten, Ohren und das Maul. Aber hast du es mal mit Erdnussbutter versucht? Ein Löffel Erdnussbutter funktioniert eigentlich immer als Belohnung. Wenn du die Krallen deines Hundes oft schneiden musst, helfen ihm Leckerlis, diesen Vorgang mit etwas Schönem zu verbinden. Die Leckerlis gibt's natürlich erst danach. Mit der Zeit wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sich dein Hund darauf freut, seine Krallen geschnitten zu bekommen. Mit Erdnussbutter kannst du auch etwas anderes ausprobieren. Nimm eine Rolle Frischhaltefolie und Erdnussbutter. Aber bitte prüf vorher die Zutaten, denn bestimmte Süßstoffe, die für manche Erdnussbutter verwendet werden, können für Hunde giftig sein. Und besorg dir auch einen anständigen Krallentrimmer. Wickel dir dann die Frischhaltefolie um die Stirn und schmier einen Klecks Erdnussbutter darauf. Dein Hund wird sich freuen, dass er etwas Leckeres zum Schlabbern hat, während du ihm in Ruhe die Krallen schneidest. Das ist aber nicht der einzige Trick, den du anwenden kannst, um deinen Hund während dieser Prozedur zu unterhalten. Die meisten Hunde sind ziemlich empfindlich, wenn es um ihre Pfoten geht, weshalb sie keine großen Fans vom Krallenschneiden sind. Halte deinen Hund dabei nicht fest und drück ihn nicht runter, um ihn vom Zappeln abzuhalten. Das stresst deinen Hund nämlich nur noch mehr. Halte ihn locker auf deinem Schoß, so wie du es beim Streicheln machst. Du kannst es übrigens auch mit Schleifen versuchen, wenn das mit dem Krallentrimmer nicht gut klappt. Das Schleifen, also das Abfeilen, ist relativ einfach, sicher und schnell. Viele Hunde bevorzugen diese Methode, weil damit die Kralle nicht gequetscht wird. Was besonders unangenehm wird, wenn du einen stumpfen, minderwertigen Krallentrimmer hast. Der beste Zeitpunkt für das Trimmen der Hundekrallen ist übrigens nach dem Bad. Das warme Wasser weicht die Krallen auf, sodass sie sich leichter schneiden lassen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass sie brechen oder splittern. Und nach dem warmen Bad ist dein Hund sicher auch viel entspannter. Wenn du einen Hund mit haarigen Pfoten hast, dann nutze den folgenden Trick. Dazu brauchst du ein Netz, zum Beispiel von Orangen. Das Netz hält nämlich das Fell von den Krallen fern und sie liegen frei zum Schneiden. Apropos Haare zwischen den Zehen. Bei Rassen wie den Shih Tzus solltest du die Haare zwischen den Ballen trimmen, denn das schützt seine Pfoten vor Verfilzung und Dreck, der sich darin verfängt. Außerdem wird dadurch die Bodenhaftung verbessert, weil die Ballen beim Laufen auf den verschiedenen Untergründen besser auftreten. Also, woher weiß man eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt zum Schneiden der Krallen gekommen ist? Normalerweise nutzen sich die Krallen mehr oder weniger von alleine ab, wenn dein Hund auf hartem Boden wie Beton läuft. Du musst nur immer mal kontrollieren, ob die Krallen zu lang geworden sind. Wenn sie zu lang werden, kann dein Hund nicht mehr richtig laufen und fühlt sich beim Laufen unwohl. Er könnte sogar eine ungünstige Haltung einnehmen, was über kurz oder lang zu gesundheitlichen Problemen führt. Woran sieht man, wie oft die Krallen geschnitten werden müssen? Sobald du siehst, dass die Krallenspitzen den Boden erreichen, wenn dein Hund steht, wird es Zeit. Um die Nägel von kleinen und mittelgroßen Hunden zu schneiden, nimmst du am besten eine Krallenschere. Diese Scheren gibt es in verschiedenen Größen. Wähle die Größe, die für deinen Hund optimal ist. Im Tierbedarfsladen wirst du dazu auch beraten. Für größere Hunde ist es besser, eine Krallenzange mit angepasstem Design zu nehmen. Falls du unsicher im Umgang mit den Krallentrimmern bist, kannst du auch einen Krallenschleifer nehmen. Er ist einfach zu bedienen und du kannst die Krallen auf die ideale Länge runterfeilen. Übrigens, besorg dir vor dem Schneiden einen Alaunstift oder Silbernitrat, falls du versehentlich zu viel abschneidest. Beides bekommst du beim Tierarzt. Du musst nämlich wissen, dass Krallen lebendes Gewebe sind. Bevor du mit dem Schneiden beginnst, schau vorher, wo der rosa Bereich beginnt. Ja genau, das ist die maximale Schnittgrenze. Schneide die Krallen gerade ab oder in einem leichten Winkel, der der natürlichen Form des Nagels folgt. Hat dein Hund schwarze Krallen, wird das etwas schwieriger, weil du das rosa Gewebe nicht sehen kannst. In diesem Fall solltest du deinen Hund auf einem flachen Boden stehen lassen und die Krallen schneiden, wenn die Pfoten auf dem Boden aufliegen. Das sind unsere Ratschläge, wenn du die Krallen zu Hause schneiden willst. Du kannst deinen Hund aber auch zu einem Hundefriseur oder zum Tierarzt bringen, um ihm von Zeit zu Zeit eine Pfotenpflege zu gönnen. Oft ist das entspannender für deinen Hund. Der Hundefriseur schneidet auch all das wuchernde Fell von den Pfoten ab. Es gibt aber noch mehr wertvolle Tipps aus der Welt des Hundewellness, darunter auch Fellpflege-Hacks. Du musst aber wissen, wie du das Fell deines Hundes optimal pflegst. Nehmen wir an, du hast einen Shih Tzu.
Sein Markenzeichen ist sein langes, wallendes Fell. Shampoos, die für diese Hunde entwickelt wurden, können aber leider die Haut austrocknen. Deshalb brauchen sie nach dem normalen Bad meist auch eine feuchtigkeitsspende Spülung. Aber nutze immer Shampoos und Spülungen, die speziell für Hunde entwickelt wurden. Also nicht das Shampoo, das du nutzt, denn sie haben einen anderen pH-Wert. Bloodhounds zum Beispiel haben ein ganzjähriges Fell, das mit körpereigenem Talg versorgt wird. Ähnlich der wachsartigen Schutzschicht, die wir Menschen auch auf unserer Haut haben. Das Fell wird durch den Talg auf natürliche Weise wasserdicht. Kein Wasser dringt ins Fell ein und der Hund kann es leicht abschütteln. Spare nicht an der Zahnpflege deines Hundes. Besonders wenn du einen großen Hund hast, solltest du ihn an die Zahnpflege gewöhnen. Bring ihm bei, seine Lefzen zu heben, damit du seine Zähne putzen und sein Zahnfleisch massieren kannst. Besorg dir eine Zahnbürste mit weichen Gummiborsten oder eine Fingerbürste. Achte immer darauf, dass du auch den Zahnfleischrand putzt. Zur Zahnpflege bietet sich auch Hartkäse zum Kauen an. Auch kleine Hunde knabbern gerne an diesem Käse und der macht nicht so viel Dreck. Anstelle von Käse kannst du aber auch getrocknete Entenfüße füttern oder du besorgst deiner Fellnase diese speziellen Plastikknochen. Es gibt Wellnessprogramme für Hunde, die Akupunktur anbieten. Diese uralte chinesische Behandlungsmethode ist nicht nur für Menschen geeignet. Sie kann auch deinem Hund und deiner Katze helfen. Wie wäre es mit einer Blaubeer-Gesichtsbehandlung? Das ist ein weiterer Trend aus der Welt des Haustier-Spa und eine natürliche Methode, um das Gesicht deines Hundes gründlich zu reinigen. Die Beeren enthalten Antioxidantien, die das Fell im Gesicht effektiv reinigen und auch diese Tränenflecken entfernen. Stell die Maske selbst her oder kauf eine fertige. Ein Mikroblasenbad reinigt dein Liebling gründlich, beseitigt Geruch und lindert Juckreiz. Die winzigen Bläschen entfernen Schmutz, Bakterien und Hefepilze. Und wie wäre es mit einem feuchtigkeitsspendenden Schlammbad? Schlammbäder sind ideal, um trockene, juckende Haut zu behandeln. Eine Schlammpackung enthält oft Mineralien, ätherische Öle und feuchtigkeitsspendende Substanzen, die zusammen mit dem Schlamm trockene und schuppige Haut beruhigen. Wenn du die Mischung aufträgst, sorgt eine leichte Massage dafür, dass die Haut deines Hundes gepeelt wird. Und Massage! Eine für dich und eine für deine Fellnase. Die Hundemassage verbessert Körperfunktionen wie Verdauung, Kreislauf und Atmung. Und sie hilft deinem Hund, sich zu entspannen. Er wird glücklich über diese Aufmerksamkeit sein. Es gibt eine tolle Alternative zum Föhnen, und zwar die hitzefreie Trockenkabine. Einige Hundefriseure haben sie. Trocknungskabinen ohne Hitze sehen aus wie Glaskästen mit Luftdüsen am Boden. Sie trocknen das Hundefell langsam, wodurch es nicht durch die Föhnhitze geschädigt wird. Wusstest du, dass es auch coole Fellfärbemethoden gibt? Viele Hundebesitzer färben das Fell ihres Hundes, damit er cool und noch süßer aussieht. Das Färben des Fells ist kein Problem, solange du Produkte verwendest, die speziell für Hunde hergestellt wurden. Du solltest also nicht dein Haarfärbemittel verwenden. Zum Färben des Fells gibt es verschiedene Mittel. Das beliebteste ist Lebensmittelfarbe. Sie sind ziemlich sicher und werden auch von Tierärzten empfohlen. Für Hunde sind sie also ungiftig. Es gibt Lebensmittelfarben, die aus Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse hergestellt wurden. Du bekommst sie in verschiedenen Farben, wie Gelb, Orange, Grün, Rosa und mehr. Du mischst sie mit Wasser und sprühst sie mit einer Sprühflasche auf das Fell. Sprühflaschen oder sogenannte Blowpans sind haustierfreundliche Tools, die die Haarfarbe auf das Fell blasen. Fellfärbemittel bekommst du im Tierbedarfsladen online oder du fragst deinen Hundefriseur, ob er dir das richtige Produkt für deinen Hund empfehlen kann. Du bekommst sie in flüssiger Form oder als Gel. Lies dir aber unbedingt die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor du die Farbe aufträgst und deinem Hund eine neue, farbenfrohe Ausstrahlung verpasst.